Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Endlich Wochenende. Globalisierung ist ein komplexes Thema. Noch komplexer ist die Frage, inwiefern man als Einzelner in einer globalisierten Welt noch Verantwortung übernehmen kann. Und wie bringt man nun der jungen Generation solche Themen näher? Ganz klar, man packt sie in ein buntes Punk-Musical. Zu sehen war das Ganze an diesem Donnerstag im Neumarkter Jugendhaus G6. Anstatt die Schulbank zu drücken, durften sich am Donnerstag junge Schülerinnen und Schüler ein Musical ansehen. Statt dem Phantom der Oper und singenden Katzen gab es jedoch Lehrreiches über Nachhaltigkeit, Industrialisierung und Globalisierung. Ich wollte nie Theater machen, was einfach nur so zur Unterhaltung ist oder die tausendste Version von Romeo und Julia oder Komödienstadel, sondern ich habe so ein Weltverbessererherz und ich wollte schon immer einfach was weitergeben und zwar mit dem Mittel, was ich zur Verfügung habe mit Theater. Sonny Meyer hat sich ein Bühnenprogramm ausgedacht, das für 10- bis 17-Jährige geeignet ist und zeigt dabei, dass auch junge Menschen Verantwortung für unsere Erde übernehmen können und sollten. Das Ganze als Musical zu präsentieren, ist ein interessantes Experiment. Wir haben uns spezialisiert auf Jugendliche, das heißt von 10 bis 17, also so die schwierigste Zielgruppe, sage ich mal. Also wenn man es in der Zielgruppe schafft, dann schafft man es auch am Wiener Burgtheater, sage ich immer, weil das ist auch kein höfliches Theaterpublikum, sondern die sagen sofort, wenn ihnen langweilig ist, wenn sie irgendwas doof finden, ja, und das ist halt unsere Herausforderung, dafür brennt unser Herz, den Jugendlichen da was weiterzugeben. Das Theaterstück ist bunt und von Musik im Punk-Stil durchzogen. Hey, wir sind die Band. Wir scheißen doch auf Geld. Die großen Themen des Stückes werden nicht mit erhobenem Zeigefinger präsentiert. Aber es wird auch nichts beschönigt. Zum Beispiel wird ein Mädchen im Verlauf der Handlung von Wärtern einer Kakaoplantage angeschossen. Ja, doch, da war es sehr ruhig im Publikum, war auffällig. Ich bin mit einer 7. Klasse da, die sind schon ein bisschen in der Vorpubertät und gerade die Jungs eineinhalb Stunden zu binden und ihre Aufmerksamkeit auf die Bühne zu richten, ist doch gut gelungen. Die Botschaft bleibt in den Köpfen. Sogar der einfache Schokoriegel aus dem Supermarkt hat einen weiten Weg hinter sich und verursacht in den Dritte-Welt-Ländern ungerechte Arbeitsbedingungen. Deshalb soll auch Fair Trade in den Fokus gerückt werden. Also ich bin sicher, dass viele meiner Schüler überhaupt mit diesem Fairtrade-Label das erste Mal in Kontakt gekommen sind, beziehungsweise das erste Mal ernsthaft darüber nachdenken und hoffentlich das dann ihren Eltern zu Hause auch weitergeben, beziehungsweise einfach mal nachfragen zu Hause, ob denn sowas gekauft wird. Es wäre auch interessant zu sehen, mit welchen Augen und Ohren die Eltern der jungen Zuschauer das Musical mitverfolgt hätten. Denn viele von ihnen haben in ihrer Jugend schließlich die Hochzeit des Punk hautnah miterlebt. Die Zukunft sieht jetzt strahlend aus und geil und immer auf! Gleich nach einer kurzen Pause zeigen wir Ihnen zwei Oberpfälzer, die behaupten zu wissen, wo milliardenschwere Schätze aus dem Zweiten Weltkrieg versteckt wurden. Außerdem, in Mühlhausen beginnt wieder das Mittelalterfest. Wir zeigen Ihnen Bilder vom ersten Tag und wir haben einen neuen Blumenstrauß der Woche. Das und mehr gleich. Andere haben das, was man rund ums Auto braucht. Wir haben alles, was man rund ums Auto braucht. Der Autoladen Neumarkt. Ihr Fachmarkt für hochwertige Ersatzteile sowie Zubehör und Pflegeartikel von namhaften Herstellern. Bei uns finden Sie Werkzeuge für Kfz-Arbeiten aller Art und Mitarbeiter, die durch Fachwissen überzeugen. Der Autoladen Neumarkt. Oberes Moos 4. Die BGN Gleichau mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zur BGN Gleichau, Ihrer Handwerkstatt und Bäderseenplan in Kaufenausstellung in Neumarkt. Die Einkaufsstadt Neumarkt lädt ein. Zum großen Schnäppchenmarkt am 7. Juli in der Neumarkter Innenstadt. Ab 9 Uhr erwartet alle Schnäppchenjäger wieder eine große Auswahl toller Angebote und satter Rabatte. Mehr Informationen unter einkaufsstadt-neumarkt.de. Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt das wichtigste Fundament. Nutzen Sie dafür das Wissen unserer Experten, die schon über 7 Millionen Menschen in die eigenen vier Wände gebracht haben.
Lassen Sie sich jetzt bei den Volks- und Raiffeisenbanken und den Heimatexperten von Schwäbisch Hall zu Ihrer Baufinanzierung beraten. Dorner, Ihr Werkzeug- und Maschinenhandel in der Region. Hier finden Sie Profigeräte für Garten, Forst und Reinigung sowie Holz- und Metallbearbeitung. Alles rund um Zäune, Bedachungen und Stahl. Unsere Werkstatt repariert kompetent alle bekannten Hersteller. Und auch wenn es um Maschinen geht, wir beraten von Mensch zu Mensch. Dornatal Messing. Online unter dorner24.de. Willkommen zurück. Eines der großen Mysterien aus den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges ist die Frage, wo haben die Nazis das Bernsteinzimmer versteckt? Dazu gibt es mehrere Theorien. Manche sind glaubwürdiger als andere. In dieser Woche haben nun zwei Oberpfälzer ihre Thesen vorgestellt. Als Schatzsucher lassen sich Erich Stenz aus Neumarkt und Georg Mederer aus Velburg ungern bezeichnen. Allerdings verfolgen sie seit langer Zeit die Spuren eines Schatzes. Stenz erfuhr von einer Augenzeugin, die in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges im tschechischen Schloss Friedland wohnte. Hier sollen über zwei Wochen lang SS-Soldaten geheime Kisten im Kellergeschoss eingemauert haben. Ja, wir haben fast 10 Jahre ermittelt, wurden angelogen von entsprechenden Stellen und haben entschieden, dass das bekannt werden muss. Am Montag präsentierten die beiden Landkreisbewohner ihr neues Buch in Neumarkt. Ihre Behauptung? Die Nazis haben milliardenschwere Kunstschätze im Schloss versteckt, darunter auch das legendäre Bernsteinzimmer. Stenz und Mederer befragen Augenzeugen, treiben Dokumente auf und führen auf eigene Kosten Mauerwerkuntersuchungen durch. Viele Puzzleteile scheinen sich zusammenzufügen. Irgendwann blockt die tschechische Regierung aber weitere Untersuchungen ab. Das hat uns ja motiviert, weiterzumachen. Uns ist klar, warum man keine Spezialisten und Experten zulässt, um eine Überprüfung auf dem Schloss durchzuführen, weil man mit Sicherheit Reste im Rahmen einer Analyse durch Experten findet. Die Einrichtung des Bernsteinzimmers würde man aber nicht mehr dort finden. Diese befindet sich laut Stenz und Mederer inzwischen in Russland. Es ist alles komplett, weil es waren ja nur 27 Kisten nach St. Petersburg gebracht worden. Dort, so die These der Autoren, ist es im Katharinenpalast ausgestellt und wird als Nachbau ausgegeben. Ja, wir haben schon in der russischen Botschaft angefragt, aber wir haben nie eine Antwort bekommen. Und normalerweise so viele Bernsteine mit Originalen, ne, Größen, und jeder Bernstein hat doch ein anderes Format, kann man nicht machen. Also es ist das Original. Auf 120 Seiten präsentiert das Buch Puzzleteile, welche die Theorie untermauern sollen. Dass auf Schloss Friedland etwas versteckt wurde, wirkt durchaus vorstellbar. In den späteren Kapiteln präsentieren die Autoren dann aber Indizien, die beim Leser den Eindruck hinterlassen, dass sie in dieses Puzzle passen könnten, aber genauso gut in ein anderes Puzzle. Das lässt die Glaubwürdigkeit sinken. Und die alles entscheidende Frage bleibt auch ungeklärt. Warum sollte Russland als Eigentümer des Bernsteinzimmers das Original als Nachbau verkaufen? Umgekehrt würde wohl mehr Sinn machen. Ich denke, dass die russische Regierung ein Problem hat. Vielleicht ist das Ganze im Zuge einer Verschwörung passiert. Vielleicht sind noch andere Politiker, Regierungen beteiligt. Und es wäre so einfach zu sagen, wir haben das rausgeholt, es gehört Russland. Ja, und das als Nachbildung anzubieten, das ist für uns nicht nachvollziehbar. Da diese entscheidende Frage unbeantwortet bleibt, ist das Buch empfehlenswert für Krimi-Fans und Leute, die gerne puzzeln. Aber nichts für alle, die ein komplettes Bild bevorzugen. Und wir blicken jetzt rüber nach Mühlhausen.
Dort an den Drei Linden bei Hofen begann am Freitagvormittag wieder das Mittelalterfest, welches noch bis zum Sonntag dauert. Am Freitag durften nun bereits die Schulkinder im Rahmen eines Projekttages das Lager erkunden und spielerisch wurde ihnen das Leben aus der damaligen Zeit nahegebracht. Mit Gauklern, holden Fräulein und natürlich stolzen Rittern. Bis zum Sonntag gibt es dann noch ein buntes Programm, in dem für alle Generationen etwas geboten ist. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt, aber auch für Live-Unterhaltung mit Konzerten und einer Feuershow. Am Sonntagvormittag gibt es dann um 11.30 Uhr auch einen ökumenischen Gottesdienst. Und jetzt möchten wir wissen, wer in dieser Woche den Blumenstrauß der Woche bekommt. Verena Zollner hat wieder eine gute Seele gefunden, die ihn verdient. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die Frau Gilch hat sich bei uns gemeldet und wir wollen heute jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß? An Richard Fehr, das ist unser Gruppensprecher oder Gruppenleiter von der Bechterew-Gruppe. Und da möchten wir uns recht, recht herzlich bedanken. Denn er macht alles für uns, er setzt sich überall ein. Dann machen wir das gleich. Hallo Herr Fehr, wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Ein herzliches Dankeschön, Richard. Du magst für uns alles. Wir brauchen dich. Sie dürfen den jetzt erst einmal nehmen. So, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und ich sehe, Sie sind auch ganz schön überrumpelt, gell? Ja, logisch. Wenn man jetzt von der Krankheit nicht betroffen ist oder nichts gehört hat, wie zeichnet sich das ab? Was passiert da mit einem? Morbus Bechterew ist eine Krankheit, eine rheumatische Erkrankung. Das betrifft meistens die Wirbelsäule, kann auch andere Gelenke betreffen. Die gelenkigen Entzündungen. Dann kommt es zu Ablagerungen und die Gelenke werden steif. Ja? Und wenn man es einsteifen, in eine Position hinkriegt, dass man noch den Leuten in die Augen schauen kann, dann haben wir schon gewonnen. Es gibt mittlerweile gute Medikamente, man ist fast schmerzfrei, aber die Behinderungen mit Bücken oder Schuhbandeln, die bleiben. Und der Bechterew kann auch die Augen betreffen, ja? Kann auch die Haut betreffen. Es gibt also verschiedene Varianten. Wir wünschen Ihnen jetzt nach dem ganzen Stress noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dem Blumenstrauß eine kleine Freude machen. Dankeschön. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Hier in Nattershofen im Markt Lauterhofen zeigte sich die Sonne vorbildlich, als wir die Moderationen für diese Sendung aufzeichneten. Nun weiß ich nicht, ob Sie an diesem Wochenende auch Filmaufnahmen geplant haben. Die Sonne dafür und für andere Outdoor-Aktivitäten wäre auf jeden Fall existent. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. When I met you in the summer. Auch dieses Wochenende können wir uns weiter über sommerliche Temperaturen freuen. Die Sonne versteckt sich zwar hin und wieder kurz hinter kleinen Wölkchen, bei diesem Wetter kann man ihr das aber sicherlich verzeihen. Der Samstag bringt uns Höchstwerte von 26 Grad mit ein paar Windböen in den Mittagsstunden. Nachts fallen die Temperaturen dann auf rund 13 Grad. Der Sonntag wird mit maximal 24 Grad der kühlere Teil des Wochenendes. Besonders nachmittags erwartet uns ein strahlend blauer Himmel. Nachts wird es klar mit Temperaturen um die 15 Grad. Die kommende Woche beginnt bewölkt, aber das Thermometer wird auch weiterhin rund 26 Grad anzeigen. Die 30-Grad-Marke haben wir in den letzten Wochen noch nicht oft geknackt, aber es soll ja Menschen geben, welche diese Art von Sommer ohnehin wesentlich angenehmer finden. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war endlich Wochenende für dieses Mal. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn Sie am nächsten Mittwoch bei einer neuen Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt wieder mit dabei wären. Dann berichten wir unter anderem vom Duathlon in Deining. Das und mehr am Mittwoch. Ihnen ein schönes Wochenende.